Das müsste doch schon längst in die Luft geflogen sein. Jetzt nicht mehr. Ja, kann ich ja froh sein, dass ich eben nicht nochmal eine Pause gemacht habe. Ich war kurz am Überlegen, ob ich nochmal kurz hochkomme. Aber dann lass ich das wohl nochmal kurz. Dann lass ich es erstmal auslüften. Ich glaube, sonst liege ich einfach nur noch so, tot auf dem Boden. Nasenlöcher sind verätzt. Unmöglich noch zu atmen. So, was wollten wir denn hier machen? Ach so, ja. Wir sollten mit dem Hierophanten nochmal reden. Auf die Suche nach irgendwelchen Zähnen gehen. Im Gewölbe eingeschlossen und gerettet. Soll ich mich wie Siegfried. Ach ja, Siegfried will ja nicht mit uns reden. Das ist ein anderes Problem. Okay, Hierophant. Der Hierophant. Der Hierophant. Wir reden mit dem Hierophanten. So, wo war der Hierophant? Der Hierophant war da hinten. Also bitte einmal hier in die Richtung. Och, Geralt, du kannst doch da wo runterspringen. Na gut. Dann haben wir hier noch ein bisschen Schöllkraut. Gehe ich richtig? Nein, ich gehe nicht richtig. Ja gut, da hinten kommen wir aber auch, glaube ich, gar nicht lang. Wir beide noch gar nicht lang. Gehen wir bei den Umweg. So, bitte einmal Schwert wechseln. Das stimmt ja, wir können ja jetzt auch den Kikimoro-Vertrag endlich machen. Stirb, du Kikimoro, stirb! Du hast den Tod verdient. Stirb, du Teufel! Ausgebrüht in der Hölle. Ich glaube, wir brauchten die Giftdrüsen. Wenn mich nicht alles täuscht. War das so? Ah, ne, die Klauen. Ach, wir brauchen die normalen Kikimoren. Aber die Vivern brauchen wir. Die sind irgendwo da hinten. Stimmt, mit den Vivern könnten wir suchen, die sind hier. Ah, aber erstmal die große Frage, haben wir die Vivern überhaupt bei den Ungeheuern drin? Ja, haben wir drin, wir dürfen sie also tatsächlich jagen. Königsvivern! Ach du Grüne. Dann hoffe ich mal, dass sie dennoch zählen. Ich will nicht gleich die anderen schon auf mich aufmerksam machen. Deswegen gehe ich hier gleich ein paar Schritte zurück. So. Was brauchten wir von den Bibern? Bibernfleisch. Gott sei Dank, wir kriegen das auch von denen. Dann essen wir hier mal ein schönes Brot. Hallo Königsvivan. Ich würde dich gerne ein bisschen weglocken.
Damit deine Verwandten nicht mitkriegen, dass wir dich jetzt hier gerade abschlachten wollen. Das Abschlachten von Monstern ist in diesem Teil des Waldes nicht gestattet. Das müsste echt mal jemand aufbauen. So ein Schild. So, den Vivan-Vertrag haben wir fertig. Was ich... Das sind alles Quests, die ich damals überhaupt nicht gemacht habe im Let's Play. Ich weiß gar nicht warum. Die sind eigentlich sowas von... Na gut, doch, ich weiß, warum ich es damals nicht gemacht habe. Weil ich damals ja auf Mittel gespielt habe. Und das Ding hat einen Namen. Oh Gott, das ist doch so ein postähnliches Krieg, oder? Oh, hallo, Moa. Moa ist wohl etwas pissig. Moa mag es nicht. Moa mag es lieber in einem anderen Kampfstil. Wir wissen, wer Moa ist. Moa hat ganz schön viel Leben. Hier funktioniert sehr Kampfstil jetzt wieder. Ah, das ist okay. So. So, irgendwo. Jetzt habe ich diesen Moa da gar nicht gekriegt. Da. Kopf eines Vivan-Weibchens. Trophäe. Eine Trophäe, für die man für Gold verkaufen kann. Ah, sehr gut. Aber auch schon Vivan. Ich muss den Beweis dafür. Ah. Ach, jetzt haben wir. Toll. Wir haben das Gebiss des Viechs bei uns da unten dran. Okay. Wir haben jetzt die Vivan erstmal ausgerottet hier in diesem Teil des. Okay, nee, doch nicht. Eine ganz normale Viva. Das, ja. Auf die Ehre zu sterben. Aber schön, dann haben wir wieder einige Quests fertig, also zwei Stück jetzt. Die dritte, da sind wir ja im Weg hin. Dann plus 30. Harval, ein Startschwert, das im Kampf gegen Menschen dient. Ganz ehrlich, das nehmen wir doch mal damit rein. Ein blutbefleckter Brief. Ja, würde ich ja gerne jetzt annehmen. Die Situation verlangt der Name unserer Organisation. Mit geheimen großen Leuwarden. Okay. Ach so. Das bist nur du. Mit dir können wir es aufnehmen. Okay. Da ist noch ein bisschen Mundspetersilie. Können wir einfach hier lang.
Dann sollten wir auch bald wieder eine Stufe aufsteigen. Welche Stufe sind wir jetzt? Okay, wird gerade nicht mehr angezeigt. Schade. Naja, egal. Ich glaube 21 waren wir. Das Schlimmste ist, dass ich halt immer noch aufs Klo muss. Ich trau mich nicht aufs Klo. Ich werde sterben. Ich würde sterben, wenn ich aufs Klo gehe. Ja, weißer Wolf. Ich habe die Pilze, die ihr wolltet. Ausgezeichnet. Ich werde es dem Trank beimengen und die Vögel losschicken, um ihn zuzustellen. Ist das Treffen vereinbart worden? Ja, wir werden aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Gut, lebt wohl. Das werde ich machen. Gut, ich werde leider nochmal rufen müssen. Ich hasse das. Warum habe ich das zurzeit? So. Oh, das nervt mich ja selber schon. Ich bin dann hoch, runter, hoch, runter. Dafür habe ich wenigstens meine Kalorienanzahl zum Verbrennen heute schon fertig. Durch das ständig aufs Klo gehen. Ich glaube, ich brauche auch gar nichts mehr essen. Bleibt ihr eh nicht drin. So. Du Arr! Ich wollte mich gerade so dran hindern. Aber da es ja ab 18 ist, darf ich sagen. Ah! Da ist echt Spaß dran, ne? Da ist echt Spaß dran am Erschrecken. Oh, mein Herz. Mein armes Herz. Ja, weißer Wolf. So. Ihr habt gesagt, wir würden aufbrechen, wenn ich bereit bin. Also, können wir aufbrechen? Können wir. Ich bin bereit. Wir treffen uns auf einer Lichtung. Mein Freund hier kommt auch mit. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich habe noch nie an der Seite eines Wyvern gekämpft. Wir kämpfen mit einem Wyvern? In Wetstraede. Kalme. Echt? Zeit zu bieten. Von welchem denn? Vom alten? Echt? Würdest du mir das echt nochmal anhören? Also nicht seine Stimme, sondern vom Lannister. Aber kann durchaus möglich sein, ja. Könntest du recht haben. Es wird auf jeden Fall 100. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir die Simpsons durchkriegen. Damit wir endlich GOT weiter, also von vorne gucken können. So, muss ich jetzt mit dir gehen oder muss ich darf ich auch vorausgehen? Will ich zum Treffen geleiten. Aber 100. So. Na komm. Put. Ich finde unser neues Schwert ja toll. Also das rechte. Wo die Haare so rüber gucken. Irgendwie hat das was. Ich freue mich ja schon, wenn wir Gothic spielen. Irgendwann mal. Und da gibt es so einen Zweihänder, der so geriffelt ist. Dann hol mich in die Falle. Ja, mach das. Danke, den werde ich auf jeden Fall haben. Mal sehen, wie weit ich heute noch komme. Und vielen Dank fürs Zusehen und schlaf schön. Und denk dran, dass du mir morgen schreibst, wenn du losfährst. Nicht, dass ich wieder aufwache und nicht weiß, ob du weg bist oder nicht. Ich sehne mich doch so nach dir. Oh, Leute, könnt ihr nicht schneller gehen?
Schwert ging schon wieder. Alter, das muss doch wehtun, wenn das Schwert so durch einen durchgeht. Geralt muss passen. Das war jetzt immer, wenn das Lied kommt. Das passt so gut. Das passt so gut. Albern, aber es passt. Okay, wir sind da gekommen. Haltet euch bereit. Sie werden bald ankommen. Ich bin von Geburt an bereit. Okay. Also, auf die Plätze, fertig, los hier. Einmal sollten wir das hier noch benutzen. Ich möchte, dass nicht mehr der Sivan überlebt. Ihr seid tot. Kikimoro, könnten Sie bitte... Okay. Ich hoffe, dass der Hierophant jetzt überlebt. Ich glaube, dann müssen wir gleich wieder aufstehen. Und diesmal haben auch die Vivern überlebt. Okay. Den Access Markham. Ah, hier. +30, +30, +30. Okay, das ist das Gleiche. Ich würde auf jeden Fall einmal hier kurz das Ding nehmen. Und jetzt einmal nachgucken. Ach, so Runde 9. Okay, das kann ich nicht lesen. Ein verschlüsseltes Dokument. Königlicher Freibrief. Der Inhaber dieses Dokumentes darf sich auf Geheiß des Königs von Temerien und so weiter ungeachtet anderer Vorschriften nach Einbruch der Dunkelheit auf den Straßen der Stadt Vizima aufhalten. Darüber hinaus gelten die Einschränkungen der Notstandsgesetze für ihn nicht, Voltest. Okay. Sehr interessant. Okay. Gut, und was ist das hier? Notiz enthalten die Formel eines Tranks, der aus Wolfspilz gewonnen wird. Diese Notiz enthält die Formel für einen Trank aus Wolfspilz. Nach Genuss gibt der Trank die Fähigkeit frei, eine Gewandtheitsausbaustufe zu kaufen. Okay. Das wäre jetzt Gewandtheit. Gewandtheit-Ausbaustufe. Ja, denn das hier, ne? Hier oder irgendeins dieser anderen Dinger. Hier, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls bezüglich Gewandtheit. So. Jetzt.
Quest, Vivern-Vertrag, den haben wir fertig. Räuberisch, ich muss den Beweis dafür, dass ich die Vivern getötet habe. Ja, Diplomatie und Jack, ich habe bekommen, was ich wollte. Das ist Zeit, von Wurfern zu verabschieden. Okay, dann verabschieden wir uns mal von ihm. Ja, weißer Wolf? Es ist vorbei. Der Anführer der Salamander ist tot. Wir danken euch und werden stets für euch da sein. Ich kehre zu meinen Brüdern zurück. Passt auf euch auf. Das tun wir. Und wir können einmal meditieren. Und ich werde einmal speichern. Okay. Werwolf-Wut. Ah, was fehlt denn dafür? Ach, das hier fehlt. Mixturtyp-Trank. Okay. Achso, und die Spezialzutat fehlt uns. Werwolf-Wut. Dafür müssten wir dann wahrscheinlich einen Werwolf töten. Warte mal, das will ich einmal kurz nachgucken, weil ich weiß, wo es einen Werwolf geben würde. Ich weiß nur nicht, ob wir den dadurch kriegen oder ob wir vielleicht noch eine andere Möglichkeit haben, daran zu kommen. Das ist nämlich jetzt die große Frage. Den Werwolfspelz, wo kriegen wir den her? So gehen. Die Frage ist. Okay. Ist tatsächlich nur durch die eine Quest möglich. Okay. Aber es steht noch nirgendwo, wie ich da rankomme an den. Gut, ich habe keine Ahnung, wie wir an dieses Ding rankommen. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und ich denke mal, wir würden es nur kriegen, wenn wir ihn wahrscheinlich töten würden. Und da ich das eigentlich nicht tun möchte, ja, bin ich dann auch sehr unschlüssig diesbezüglich. Guck jetzt gerade mal. So, das beende ich einmal kurz. Und hier ist auch alles beendet. Komm, machen wir den einmal. Dann machen wir hier Stärke einmal weiter und Intelligenz. Mögliches Geralt-Bomben herzustellen. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht bringt das ja was. Warte mal. Wir brauchen doch noch die Archesphor, ne? Archesphor, ja. Gut, das heißt, die war ja vor Mittag immer. Knapp vor Mittag. Dann gehe ich einmal
ungefähr bis hier nochmal vor. Und dann kümmern wir uns jetzt nochmal um die Archaspor. Hoffen, dass wir sie finden. Wir müssen ja hier auch tatsächlich auf die Tags- und Nachtzeiten achten. Wäre jetzt sehr gut und sinnvoll, wenn sie auftauchen würde. Die Gemoren sind auf jeden Fall da. Die interessieren mich gerade herzlich wenig. Da bist du. Das ist genau da, wo ich dich erwartet habe. So. Yes, Bohrsaft. Das war ja, glaube ich, auch der Saft, ne? Fläschchen Archesbohrsaft, ja. So, zwei haben wir, glaube ich, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Fehlt uns also nur noch eine. Ja, dass ich die eine noch finde. Sie doch noch eine Archesbohr geben. Der ist meistens auf dem Weg aufgetaucht. Ich weiß, wo es noch welche geben könnte. Wären dann nach hier hinten weg. Die Hundspetersilie nehme ich hier noch weiter mit. Da ist so eine Kikimora. Kikimora. Hallo. Kikimora klauen. Wunderbar. Früher gab es so viele Archesbohr-Dinger. Jetzt halt mal so gar nicht mehr. Vorne waren früher halt auch immer welche. Was? Was war das denn? Hä? Muss ich nicht verstehen.